Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Minecraft Let's Play zum Bullet Fast RPG Pack. Dieses Mod Pack fügt sehr viele RPG Mods rein, wie zum Beispiel Divin RPG und meinem Blade Battle Gear 2. Und ja, More Health, das unterstützt uns vor allem bei Divin RPG, Ars Magica 2, Archimedes Sheep, Ancient Warfare und ja, Beta Archery zum Beispiel. Und ja, ich möchte es euch mit euch einfach mal anspielen und schauen. Ja, eventuell brauche ich ein bisschen Hilfe und werde dann zwischen den Parts auch mal nachschauen, was so ja, was man so machen muss, wenn man nicht weiterkommt. 73 Mods sind aktiv und es läuft über Minecraft 1.64. Also, wir werden eine neue Welt erstellen. Ich habe es ein bisschen im Multiplayer ein bisschen angezockt, aber weil es zu viel geleckt hat über Hamachi, habe ich gedacht, ich mache es im Singleplayer. Und ja, da haben wir leider kein Together mit Mega Coolman, meinem Kollegen. Bonus-Truhe brauchen wir nicht und wir machen hier auf Biomes of Plenty und neue Welt erstellen. Also es kann sein, dass ich am Anfang mehrmals sterbe, weil es ja richtig starke Monster auch schon zu Beginn gibt. Und wenn man dann erstmal auf viel Obsidian herumläuft, spawnen dort schon die ersten richtig fetten Monster, die uns wahrscheinlich auch one-hitten können. Da müssen wir aufpassen. Also ich kenne den Anfang von Divine RPG, aber oder Divine RPG und weiß, dass der Mods es in sich hat und ja, uns vor Schwierigkeiten bringen will. Also, dafür gibt es ungefähr 5 oder 6 Dimensionen, also neue Welten, wo unterschiedliche nicht sein können. Und ja, da muss ich dann anschauen, wie man reinkommt und was man braucht und alles mögliche. Aber am Anfang sorgen wir uns mal für unser leibliches Wohl, bauen eine schöne Villa oder so und tun halt schon mal die Ausrüstung holen, die wir bräuchten für den Divine RPG Mod. So. Laden bitte. Ja, das geht immer einige Zeit bei den Modpacks. Vor allem wenn der Ruins Mod drin ist. Ob der jetzt hier drin ist? Nein, nicht. Aber es ist schon fast schlimmer mit ja, so großen Dungeons. Das ist meistens so. Also das ist vom Minecraft Commons Live Mod. Der fügt NPCs ein, da kann man heiraten und da muss man hier das Geschlecht auswählen. Ich bin natürlich männlich und heiße Draco Basler und hier könnte man ein- und ausstellen. Ich lasse es so und wir starten in der Welt von Bullet Face RPG. Also wir haben hier einen Gletscher und eine Ebene. Muss ich kurz schauen, nein, nicht Screenshot. Lands End 4 Forest Hills. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Also, mit M. Ja. Macht man das Ding auf und die Karte und kann hier eine Map erstellen. Einen Wegpunkt erstellen. Da oben habe ich auch einen Wegpunkt. Wie kann ich das? Wie kann man überhaupt? Ich will aber nicht Group All. Ich möchte noch kurz hier wissen, wie man die Waypoints einsehen kann, weil ich habe da noch eine Kartenmarkierung, wahrscheinlich für Multiplayer. Map Raider. Insert. Das ist nicht so gut, wenn der auf Insert ist. Also Semikolon. Auch wenn das nicht das Semikolon ist, weil es wahrscheinlich für der US
Ding ist. Ja, ab, das ist Marke erstellen. Uiuiui. Ich weiß es nicht. Teleport möchte ich nicht. Zoom in. Pure und next. Ich hab's gleich. Next Map Mode. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich die... Ja, okay, lassen wir das einfach, das grüne Zeugs da. Der grüne Pfeil, und wir haben hier mehrere Häuser. Da ist ein Haus von einem Enderman, der bewacht wahrscheinlich irgendwas. Da gehen wir jetzt mal nicht hin. Dann sterben wir noch. Hier haben wir doch schöne Bäume. Fällen wir mal die roten Bäume ein bisschen. Der ganz normale Minecraft-Start. Und hier ist eine Libelle. Oh, ist das laut. Es ist nicht gut, wenn das so laut ist von dem Tierpack. Ja, es ist gut. Müssen wir das töten? Ha! Ich töte dich, wenn du nicht leise bist. Es ist nicht mal hier. Ah, da ist es. Ja, man kann leider diese Tiermods nie leise stellen. So, jetzt haben wir Holz. Und jetzt gehen wir mal. Ja, wohin? Dort in die Höhle. Ich will noch ein paar Setzlinge haben. Neue Setzlinge, aha. So. Also, dann gehen wir in zur Höhle. Es ist gerade ein bisschen Krach hinter mir. Endiumstein. Mhm. So, momentan passiert noch nichts. Und diese Bäume haben überall Früchte manchmal drauf. Also zufällig, und wenn man die pflückt, ich glaube, die wachsen auch nach oder so, die muss man neu setzen. Ja. Die, ja, haben halt auch einen Nahrungsding-Effekt zum Zurückgewinnen von der Hungerleiste. Einen Bär, aha. Ein wilder Kiwi. Nehmen wir doch mit. Oh, nicht lecken. Ja, ich muss mich hier irgendwo reinbuddeln. Das ist wahr. Ein Weilchen. Niedlich. Schönes Blümchen. Ja, zum Beispiel hier hat es einen Apfel. Die haben alle Ice Chest, das Namen. Wahrscheinlich ist das irgendwie ein bisschen fehlerhaft. So. Ein ganz normaler Apfel. Aha. Ja, das sieht nicht schlecht aus hier oben. Hier oben könnten wir eigentlich das Haus bauen. Oder dort drüben. Ein Karton brauchen wir jetzt noch nicht. Blueberry. So. Eine Fliege. Ja, hier oben oder dort drüben bei den Feldern. Ich denke mal, wir machen das Haus hier oben und hier unten bauen wir Pflanzen an. Dann können wir gleich mal die Kohle dort holen. Da ist eine Schlange. Eine verpixelte Schlange. Also. Nicht schlecht hier.
haben. Was ist das denn, Enderman? Dem sollte man nicht zu nahe kommen. Ich müsste die dann mal töten, wenn ich das kann. Beginnen wir mit einer Holzspitzhacke wie normal. So. Und jetzt nach oben. Ah, hier unten hat es auch Kohle. Das ist sehr gut. Machen die überhaupt dort etwas? So, Steine brauchen wir natürlich auch. So, aber mehr möchte ich hier nicht zerstören. Ich möchte einfach noch hier hochkommen, irgendwie. Genau. Oh, Kohle abbauen. Oh, Kohle abbauen. Kohle. Stein. Gut. So. Also gehen wir mal nach oben. Und dort hat es noch Erdbeeren. Steinspitzhacke. Steinaxt. Und Steinschwert. So. Dann brechen wir noch ein bisschen für Ofen. Ich möchte die Erdbeere ab. Und Raspberry möchte ich auch. Da haben wir noch etwas. Blackberry. Mitnehmen. Oh, hier haben wir sogar... Oh nein, das ist gar kein... Nur ein Graf... Also ein Schattenbug. Dachte, eine Höhle hätte ich gern gehabt. Und hier fängt alles wieder laut an. Du, das Pferd. Oh Gott. Ich will das Pferd nicht. Ah, hier ist es doch sehr schön. Also mache ich mal hier das Ding. Haus. So, jetzt haben wir hier Gletscher, Snow Forest Hill. Hier haben wir irgendwie eine Ruine. Da ist eine Tundra. Endland Desert. Lands End 4 Forest. Okay. Und ein Ozeanbiom. Sehr schön. Also zuerst einmal tun wir die Sachen hier hin. Dann machen wir eine Kiste für unsere Sachen. Einfach mal reintun. Strawberry weiß ich, die füllen auf. Blackberry könnte ich auch mitnehmen. Gut, das brauche ich nicht. Ah ja, die Raspberry könnte ich noch mitnehmen. Die brauche ich nicht. Ah ja, Holzspitzhacke. Also zuerst brauchen wir noch ein bisschen Holz. Das kann man jetzt einfach so abbauen, ohne dass man den ganzen Baum fällen muss. Also jeder Block zerstören muss. Geht einfach ein bisschen länger und macht natürlich auch die Spitzhacke ein bisschen schneller dann. Mit dem Tree Capture Mod. So. Dort oben ist noch eine Bienenwabe. Gut, jetzt brauchen wir noch Stein. Oh, Erdbeeren. Ja. Jetzt habe ich das wieder rausgetan. Kann ich den Apfel rausnehmen, die Strawberry rein. So. Und Fackeln. So. Dann suchen wir uns mal. Also Kühe haben wir hier. Sehr schön. Da haben wir die Strawberry. Nicht Strawberry. Wie heißen die? Himbeeren. So. Hier haben wir doch eine schöne Höhle.
mit Zombies. Grüße, ich habe ein Schwert, du nicht. Ja, das ist ein wütender Zombie, der ist ein bisschen stärker. Und ja, ich merk's. Sterben wir schon? Nein, wir haben einen Level Boost bekommen. Dann ist man komplett geheilt und bekommt ein Herzchen eigentlich mehr. Aber das wird gerade nicht angezeigt, das wird wahrscheinlich erst spät angezeigt. So, und das ist so ein Steingolem-Art, der macht, dass man das Steine runterkommen, die aber ein bisschen buggy sind. Die man nicht abbauen kann, richtig. Komisch. Ah, er ist noch einige Zeit abfallen, herunterfallen. So, das Erz brauchen wir noch nicht. Und hier haben wir überall... Oh, er ist ein Werwolf. Ist nicht so gut, wenn der Werwolf denn nämlich wütend wird. Der ist sehr stark. So. Also bitte nicht verwandeln. Ach komm. Ja, ich möchte die eigentlich noch anpflanzen. Gehen wir mal hier rein. Ja. Ist es also auch nicht mit Erfolg gekrönt. Darunter gehe ich jetzt nicht. Wir brauchen einen Ofen. So. Also machen wir mal unser Haus. Mehr hat sie nicht. Okay. Dann schnell nach oben. Da sind wir ein bisschen mehr in Sicherheit. Kann man die irgendwie... Ja, Blueberry Seeds. Die können wir dann pflanzen. So, als erstes mal ausleuchten. Zombie sollte nicht kommen. Die Sache, die ich nicht brauche. Oh, danke schön. Kommt schon ein Zombie. Ein Creeper. Na toll, jetzt haben wir hier eine Ruine. So. Oh Gott. Das ist ein Vetter. Die auch mal kurz. So, nehmen wir halt verrottetes Fleisch. Den Apfel. Raspberry Seeds können wir dann auch machen. Ofen. Dann machen wir mal hier. Nein. Soll das? Holzkohle. Die Maus ist feindlich. Ja. Der Bär. Der Bär steppt im Wald. Und schon wieder ein Creeper. Nein, danke. Ich hab zu tun. Silberskeletten. Jetzt lass mich erstmal in Ruhe, bitte. Okay? Lasst mich in Ruhe. Wir brauchen Eisen, das ist das Wichtigste. Das kann man sicher auch essen. Mitnehmen. Holzkohle. Wir brauchen Eisen und Wasser. Dort ist ein Skelett mit Leucht irgendwas. Die Kühe könnten wir dann auch züchten.
lass mich mal ein bisschen mehr in Ruhe. Bett können wir nicht machen. Das ist natürlich schlecht, wenn die da... Kann man die irgendwie... Als zwei kann man einen machen. Ach komm, bitte. Die sind so aggressiv und es laggt gerade. Ah, oh, Fraps. Die droppen nicht wirklich jetzt jedes Mal so einen Helm. Was ist denn das für ein Scheiß, Mo? Echt mal. Das ist gar kein Helm. Das ist nur eine Platte. Ein Gesicht. Also Holzfällen, bitte. Also wir brauchen Eisen. Jetzt können wir eigentlich eine Mine von hier oben machen. Das ist sogar ein Wolf, ein großer Wolf. Rechts. Und jetzt sieht man unsere zwei extra Herzen. Also einfach mal hier runtergraben. Die Spinne. Töten. Hahaha. Also wir haben recht viel Zombiefleisch. Da können wir uns mal ein bisschen aufheilen. So, sehr schön. Einen Specht höre ich noch, oder was das ist. Du mich auch. Das ist natürlich auch sehr schön, dass die Hungeranzeige neben der Maustaste. Ach komm. Manche Mods sind einfach nicht richtig designt. Das ist ein bisschen blöd. Ich brauche doch das nicht. Sollte jeder Mod eine Bedienungsanleitung haben, wo man Schritt für Schritt alles machen kann. Aha, einen Weg nach unten. Halt die Fresse. Dann machen wir den zu. Oh, jetzt habe ich da ein bisschen abgebaut. Mach hier weiter. Können wir noch den Pflasterstein? Ah, haben wir noch. Nehmen wir das mit. So. Genau. Und hier den Pflasterstein. Wir brauchen nämlich... Eisen. Was war das? Nicht viel. Hallo? Ich muss mal ein bisschen weiter nach oben graben hier. Lass mich in Ruhe dort. Ach, der schießt auf mich. Der schießt durch die Blöcke oder wie. Das ist natürlich schlecht. Ach, gebt mir doch irgendwas. Ich brauch Eisen, hallo. Ich baue mir jetzt hier. Zuerst ein Schwert. Ja, verwenden wir die Steinwerkzeug. Werkzeuggriffe. Wenn es gehen würde. Für was sind denn die? Ah, ist nur für Tinkerer Construct Waffen. Okay, hab verstanden. So. Und jetzt noch eine Schaufel. Ja,
Das ist natürlich schlecht, wenn wir keine Störkämme haben. Eine Schaufel, bitte. Wir müssen so viel Erde durchgraben. Da könnten wir die Schaufel gut gebrauchen. Ah, da können wir nicht weiter. Hier Chimera-Erz. Und Chimeri-Erz. Ja, hier geht's auch nicht weiter. Dann graben wir uns doch hier weiter. So. Aha, Kupfer. Ja, das brauchen wir für Tinkers Konstrukt und andere Mods. Und hier haben wir Eisen. Sehr schön, das brauchte ich. Hier haben wir Gravel. Können wir noch ein bisschen weiter runtergraben. Müssen noch schauen, auf welcher Ebene wir sind. 45. Aha. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr Eisen und andere Sachen. Aber weil jetzt gerade Tag ist, gehen wir doch nach oben. Da wir jetzt unbedingt das Feld anbauen müssen. Ja, danke, jetzt hast du alles kaputt gemacht. Jetzt hast du wirklich alles kaputt gemacht. Was soll das? Du Scheiße. /gamer-rule-no-mob-griefing. Also Mob-Griefing. Mob-Griefing. Falsche. Ach komm. Aha, mit kleinem M, dafür großes G. So. Ich will meine Sachen ganz haben, meine Welten. Und deshalb habe ich jetzt mal die Regel eingebaut. Das ist nicht sehr gut, als wenn wir mal wirklich brauchen. Geh mal weg. Immer diese lauten Teile. Toggle, Downfall. Das mache ich auch. Das ist auch zu laut, irgendwie. So, hier haben wir normalen Stein, Marble, Kupfer, die kann man rein tun, Grasblock. Und jetzt haben wir noch mehr Kohle. So, hier draus machen wir eine Fackel. Und auch noch ein bisschen hier raus. Und eine zweite Kiste. So. Stein. Den Rest lassen wir mal. Ach komm. So. Genau, das brauche ich. Einen Eimer. So, und das ist nur Wasser, also Regenwassergrinnel. Ja, kein Leben, kein Essen, das ist natürlich schlecht. Ja, das bringt natürlich nicht so viel. Muskel. So, hier haben wir überall, oh Gott, noch eine Giftpflanze.
Ich brauche Wasser. Es gibt kein Wasser in diesem verdammten Wald. Ach Mann, jetzt bin ich schon wieder hungrig. Eine Ente, die kann ich doch töten, die gehört nicht zu den Hühnern. Ja, gib mir nicht mal etwas. Dankeschön. Ich muss mich doch heilen, hallo. Lass mich doch mal ein bisschen heilen. So, hier haben wir Wasser. Hier haben wir einen Grabstein. Oh, das sieht cool aus. Schöne Bäume dort hinten, die ein bisschen dürr sind. So, ich brauche aber ein bisschen standhaftere Nahrung. Da muss ich dann Kuhzucht betreiben. Haben wir Weizen? Ein bisschen Weizen sammeln. In der Nacht unbedingt wieder Monster töten, also vor allem Zombies. Für das Fleisch, auch wenn es nicht genießbar ist, so richtig. Ach, nicht alle raunen Seeds und nicht lecken, bitte. Das ist dem, wenn irgendwie ein Dungeon spawnt oder sonst irgendwas gerade viele Ressourcen braucht. Es ist halt ja, aber. So, ich brauche eben wie gesagt Weizen, aber ja, jetzt möchten ein bisschen mehr Weizen. Sonst haben wir nie ein großes Feld voller Weizen. Hier haben wir auch einen Grabstein. Das sind wahrscheinlich einfach so Landschaftstexturen, Objekte. So, da braucht leider ein bisschen viel Hunger. Deshalb jetzt mal hier Garten. Und jetzt eine Hacke. Das komische Gras mal wegmachen hier. So. Eine Hacke. So. Also zwei Weizen können wir anpflanzen. So, pflanzen wir mal Raspberry an. Die Weizen, Korn, Kabash, Barley. Ja, Barley will ich nicht. Tee, Radieschen, Ginger, was ist Ginger? Reis und Brokkoli. So, Barley nicht. Blueberry. Strawberry. Und der Blackberry. So, dann haben wir hier Belladonna, brauche ich auch nicht. Wasserartischocke möchten wir noch lange nicht. Hier, ne. Ah, danke. War ja nett. So, noch ein bisschen mehr ausleuchten. Dann die Bäume fällen. Ah, machen wir das Haus nachher. Also, nächsten Part. Den Part mal beenden. So. Also, es ist nicht so ein häufiges Projekt. Aber ich werde, sobald ich, ja, für die anderen Parts nichts zu tun habe, natürlich aufnehmen, und je nachdem kommen mehr oder weniger Parts. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch, und wir sehen uns also das nächste Mal hoffentlich wieder. Dann geht es mal auf Dungeon Tour, wenn wir dann ein bisschen Sachen haben, ein bisschen Eisen gefunden haben noch und so weiter. Mit einer Eisenspitzhacke geht es auch besser natürlich. Und sammeln ein paar Sachen ein. Schauen wir mal das Feld dort an. Und dort hinten scheint es auch wieder ein bisschen Schnee zu geben. Ja, okay. Also Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Bye.